Du hast Setup dran. Immer. Thank you.
Jonas Sammy. Eine Jedos in der Chat? Eine Jedos? Aber ich sehe jetzt so weniger Vogel. Von dem Bein, oder? Nee, von Jago. Ach, von Jago, stimmt. Was kommt dann auf?
Damn. It's so close. Ich mache halt über Slippy und dann noch ein eigenes UI, habe ich erstellt. Na, heftig. Das ist krass. Slippy ist okay. Nein, hat ja auch Lipper gemacht bei Awakening. Oh, das war heftig. Das war krass. Seid hier mit einer guten Edgeguard-Situation, die er verwandelt hat. Ja, kleines Commentary hier so am Rande, wenn ich hier vorbeilaufe. Setzen wir mal kurz hin. Ich muss dann spielen danach, aber da hieß es ja nicht. Nein, Spiele sind so bequem. Die sind heftig. Die sind richtig heftig. So, jetzt kann ich das Spiel kommentieren, ohne Prozente zu sehen. Das ist oder perfekt. Du kannst darauf gucken. Ja, ich kann darauf gucken, das stimmt. Ja, ist auf jeden Fall sieht es gerade ganz gut aus für Third. Er hat ein bisschen Momentum in dem Spiel. Oh, der Grab, der Bait. Oh. Ah, das war zu. Einfach an die Ledge gehen. Marth recovern lassen oder Ledge Invincible Dropdown Fair. Oh, das ist kam der Rest. Ja, das hätte sein können, aber es ist zu risky gerade. Ja. Unnötig auch, vor allen Dingen. Back Air sendet schon Offstage und jetzt hier. Genau, das ist eigentlich das wollte er auch davor schon haben. Das ist natürlich super. Das wollte er davor schon haben, aber ist vorher nicht an die Ledge gegangen. Hatte keine Iframes gehabt. Deswegen ist auch dann nicht so einfach. Also, sobald du an der Ledge bist, forst du Marth ja eigentlich im Prinzip. Entweder er muss raten. Und er gambelt auf die Ledge, weil er denkt, du lässt los. Muss eine Early Up B machen, um dich irgendwie klippen. Als Puff. Oder er muss halt auf die Stage. Und Marth auf die Stage abbeamen ist viel Lag. Dementsprechend kommt es dann auch dazu, dass es dann viele verschiedene Setups gibt. Zum Beispiel Singen into Ledge Dash F Smash. Oder Singen into einfach so hoch F Smash. Oder Resten, wenn man wenig Prozent hat. Ja. Nicht schlecht, aber sieht gut aus zum Third. Also, viertes Game sieht mir gerade nach dem Five aus, wenn Dorf Target hier nicht gleich irgendwas aus dem Zauberhut rausholt. Wie ist denn das eigentlich, wenn er auf die wenn Martha auf die Ledge abbiegt? Auf die Ledge kann man dann mit Segen ihn einschlafen lassen? Wenn er da oben ist, oder was? Also, oder sobald er landet, kannst du ihn einschlafen oder lassen. Oder muss er erstmal Target oder irgendwie muss er sich bewegen können? Nee, du kannst ihn einschlafen lassen, wenn er Iframes hätte, zum Beispiel, weil er einen Ledge Dash macht, dann kannst du ihn natürlich nicht einschläfern lassen, soweit ich weiß. Aber theoretisch kannst du ihn, jetzt hätte er ihn einschläfern lassen können, zum Beispiel. Wollte er nicht, weil er sich dachte, mach ich Backer. Weil das wird eigentlich zu wenig benutzt. Das, ja, das macht, Hbox macht das. Aber nicht so oft. Also eher bei Android, nicht so oft, weil das killt ja erst im Prinzip, wenn du ziemlich gut chargen kannst. Also bei High Percent killt das meistens erst. Oh mein Gott, der Tech Chase Rest. Aber er lebt, kranke DI, aber war auch wichtig, sonst wäre hier natürlich. Aber krass, er hat den Mist-Tag Normal Getup gerestet, das ist heftig. Muss ich aufpassen, wenn ich gegen Third spiele. Ja, genau, gute Up-B. Get low, Up-B, versuch irgendwie so zu klippen. Er ist gut, sag ich mal. Ja, da hätte man Run-Off-Fair machen können. Einfach traden, du bist ja. Selbst wenn Mars dich trifft, du stirbst wahrscheinlich nicht. Und wenn du tradest, ist Mars tot, so gut wie. Also, ja. Gute Crouch-Cancel, aber das ist der Stock. Ja, da rollt er rein. F-Smash von Dorf Target covert viel. Eigentlich alles außer Roll-Away. Covers everything except for a roll to the right. Oh mein Gott, das war richtig ballsy. Nein. Oh. Was macht er da? No Gott! Oh Gott! Warum ist das? Warum so risky? Oh Gott. Oh Gott. Sorry, vielleicht stört mein Commentary das Gameplay. Ich will ein bisschen leiser. Oh yes, das ist das. Wahnsinn. Oh mein Gott, diese Downer, wenn die. Wenn die. If that downer, wenn diese Downer getroffen hätte,
dann wäre das Set vorbei. Aber jetzt ist Game. Aber war auch greedy, muss man sagen. Greedy, greedy, greedy. Es ist Game 5 Hype. Ich weiß nicht, wer mehr Nerven hat. Ich glaube, Third hat ein Momentum gerade. Aber, und Boftage muss sich ein bisschen beruhigen. Auf Pokémon Stadium. Das ist natürlich eine gute Stage für Marth auch insgesamt. Ich weiß immer nicht so genau, wie ich Stages bewerten soll von Puff. Ganz ehrlich, weil... Alles außer Dreamland ist machbar. Alles außer Dreamland. Ja, auch Dreamland ist machbar. Ja, ist halt nur viel Arbeit. Und überall anders stirbt Puff halt dann doch relativ schnell. Ich finde es interessant, es ist auch richtig so, Boff Tage geht für wenige Grabs in Neutral, weil das... Oder da, aber er macht Jump Cancel Grab. Und das, wenn ich das alles hier sage, hört sich das an wie Tipps, glaube ich. Deswegen muss ich ein bisschen leise sagen. Aber Jump Cancel Grabs in dem Matchup sind schlecht. Weil Puff kann einfach crouchen. Und sie kann sogar auch unter Nicht-Jump Cancel Grabs crouchen, weil der... Bei Boost Grabs dann ja auch. Na, Boost Grabs sind ja im Prinzip nicht Jump Cancel Grabs, sondern Dash Attack Cancel Grabs. Die sind ja ganz normal. Boost Grabs sind diese Running Animation. Ja. Yeah. Und du willst, dass Marth eigentlich diese Running Animation haben. Und das Schlimmste daran ist, das ist das eigentlich Schlimmste daran. Puff kann sogar unter die Running Animation Grab von Marth runter crouchen, je nachdem, wie die Crouch Animation, in welcher Phase sie gerade ist. Also die Crouch Animation von Puff. Sie wiggelt so ganz leicht, siehst du auf dem Boden, und sie wippt so von unten nach oben. Und es gibt Frames, da kannst du sie einfach nicht grabben mit der vorderen Hitbox. Funny Fact, du kannst sie aber grabben mit der hinteren Grab-Hitbox von Marth. Weil Marth hat hinter sich noch eine Grab-Hitbox, die noch niedriger ist. Und damit kannst du sie, ja, so am Arsch im Prinzip. Und damit kannst du sie grabben, theoretisch. Praktisch findet das nicht so viel Anwendung, ehrlich gesagt. Weil Marth versucht meistens Landings zu grabben zum Beispiel, und da ist sie noch nicht in diesem Crouch-Ding drin. Aber das war eine lange Zeit die Taktik. Oh, krasse F. Das ist so even. Krasse F-Throw. Es ist mega even. Es ist viel Scrapping. 2 Minuten für 1 Stock. Die schenken sich nichts. Oh, das war ein Rest! Aber es war auch ein schwieriger Rest, weil man hätte Jump Rest machen müssen. Das ist natürlich. Man sieht jetzt, dass ist er natürlich, so viel Crouch hat allerdings. Das ist natürlich auch nochmal ein bisschen länger. Das heißt, die Reaction, ne, Grab kommt raus, Frame 7. Bis du dann jumps, bis du dann den Rest inputtest, hast du schon 4 Frames, sind allein das. Und ist natürlich Reaction Time von einem Menschen ist natürlich auch nochmal ein Faktor. Und manchmal ist man einfach nicht ready. Oh mein Gott! Und noch ein Star KO. Aber der Star KO ist so wichtig. Weil sonst wäre der Stock, also sonst wär's eben, nicht 100%, aber weil das manchmal als Marth ein bisschen tricky ist. Man denkt, mit Downsmash? Ja, mit Downsmash hast du ein Setup, aber da wäre er zu weit weg gewesen wahrscheinlich, um das zu kriegen. Da hätte wahrscheinlich auch vieles gekillt. Da hättest du auch einfach einen F-Smash, wenn du den Tipp hast, reicht schon. Dann musst du nicht Downsmashen, aber oh mein Gott, es ist so even. Oh mein Gott. Early Percent, ganz schlimm für Marth. Tatsächlich, das war noch zu früh. Der Pound, den will Marth, will Jigsaw ab 10-12% will Jigsaw einen Pound kriegen, weil das ist das Einzige, was so Marth töten kann, so richtig, weil er dann ein Rest-Setup hat. Also Jigglypuff hat ein Rest-Setup. Oh mein Gott, ja. Edgeguard-Situation. Oh, er hat alles verbraten. Er hat seinen Jump und seine Side B. Und ist von oben gekommen, das ist natürlich gegen Puff. Ah, das ist tricky, da muss man seinen Jump halten. Boftage, wenn du das anguckst, halte den Jump ein bisschen länger. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Und das war das, was ich noch hätte sagen wollen. Das ist Up-Tilt-Rest, das ist natürlich ekelhaft. Up-Tilt-Tech-Chase-Rest in dem Moment sehr stark. Der Alarm losgegangen ist. Der musste los, sein Alarm ist ausgegangen. Der musste schnell das Match beenden.